Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Nightlong. Wir befinden uns hier am Zoo und waren zuletzt hier hinten. Wir gehen mal jetzt hier vorne mal lang und schauen, was uns da erwartet. Eine Sphinx, ein Löwe. Schade, dieses mechanische Geschöpf ist außer Betrieb. Jammertempel. Wirklich spektakulär. Die erstaunliche Sphinx von Gizeh. Eine imposante, mystische Statue. Ist aber nicht original, oder? Willkommen in der Ägyptologie-Ausstellung des Union Zoos. Dieses prächtige Bauwerk ist eine Rekonstruktion der geheimnisvollen Sphinx von Gizeh, die im Ausgrabungsgebiet nahe Kairo steht. Am Originalgelände kann man zusätzlich zu diesem großartigen Bauwerk auch noch die imposanten Pyramiden von Cheops und Kefren bewundern und... Achtung, technische Störung, Befehlsdatei beschädigt, ersetze beschädigte Datei, Zugangscode für Kontrollraum folgt, verwenden Sie die gezeichneten Räder nach Standardverfahren. Der Code für heute lautet: Unter dem Auge des höchsten Gottes sitzt der Sonnenbeschützer aller Menschen, zu Rechten dessen, der sich am ewigen Kreislauf des Lebens erfreut. Was? Tja, zumindest scheint es irgendwo einen Kontrollraum zu geben. Jetzt brauche ich bloß diesen Zugangscode zu knacken. Was? Unter den... Was? Und? Achtung, technische Störung, Befehlsdatei beschädigt, ersetze beschädigte Datei, Zugangscode für Kontrollraum folgt, verwenden Sie die gezeichneten Räder nach Standardverfahren. Der Code für heute lautet: Unter dem Auge des höchsten Gottes sitzt der Sonnenbeschützer aller Menschen, zu Rechten dessen, der sich am ewigen Kreislauf des Lebens erfreut. Tja, zumindest scheint es irgendwo einen Kontrollraum zu geben. Jetzt brauche ich bloß diesen Zugangscode zu knacken. Oh, Kritzel, Kritzel. Das waren jetzt nur Kritzeleien gerade. Werden wir schon rausfinden. Ansonsten muss ich hier nochmal herlaufen. Was haben wir hier? Eine Statuette. Das kenne ich. Das ist der altägyptische Gott. Am Fuß der Statue sind drei Räder. Oh Gott. Jetzt muss ich natürlich wissen, wer was ist hier, ne? Ja, es tut sich nichts. Gut. Oder weniger gut. Was haben wir hier? Hier ist auch alles zu. Wir kommen hier nicht weiter. Hier ist eine Sperre. Das ist die Sperre, die Besucher von den Ausstellungsstücken fernhält. Okay, dann gehen wir mal wieder weiter. Dann haben wir hier noch eine rechte Seite. Da waren wir noch nicht. Hier. Hey, da oben ist ein kleiner Junge. Ich muss da rauf und mit ihm reden. Ein kleiner Junge? Okay. Und ein Krokophant hier. Gott sei Dank, es ist nur ein Roboter, der schon bessere Tage gesehen hat. Was mit dem Behälter? Kommt man da hin? Es sieht so aus, als ob dieser Schrotthaufen mit Öl betrieben wurde. Das sollte ich nicht verschwenden, ich habe nicht viel davon. Okay, dann brauchen wir es woanders. Das ist eine Schalttafel für die Maschine. Oh. Ein bisschen kaputt, würde ich mal sagen. Ach du Gott. Alter, was tust du? Scheiße. Hoffentlich habe ich den Jungen nicht umgebracht. Ey. Kommen wir hier über rüber? Ich muss hier rüber. Nein, keine Zeit heute, um Handtaschen zu machen. Du musst da rüber. Ich sollte versuchen, einen Weg zu ihm zu finden. Ja, wahrscheinlich muss ich hier irgendwie das Schleusentor öffnen. Ey, da macht... warte mal, hier ist ein Rohr. Ein Rohr? Aber warte mal, hier wird die Suppe wahrscheinlich abgesaugt, oder? Ich lasse lieber die Finger davon.
Wer weiß, was das ist? Ja. Hier tritt irgendeine komische Flüssigkeit aus und verunreinigt den Teich. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwo noch was machen. Aber hier haben wir alles ausgeschöpft. Okay. Wir sind jetzt hier. Es gab doch noch... Können wir, super. Es gab doch noch... wir könnten jetzt hier wieder zurück, aber... Nee, ging nicht. Doch, es ging mit der Stange, aber... Hier ist doch ein Gleis, was ist hier? Das Gleis gab es bei den anderen scheinbar nicht, ne? Im Moment fahren keine Züge. Aber der Betrieb könnte bald wieder aufgenommen werden. Das ging nicht, ne? Ich komme fast dran. Warte mal. Das ist der Magnet von dem Lautsprecher, den ich kaputt gemacht habe. Geht das? Ich habe es geschafft, die Stange zu magnetisieren. Und die ist auch... Ach, da ist jetzt ein Magnet dran. Geht das jetzt? Okay, also wir können jetzt nicht hin und her schwingen. Schon mal gut. Einen schicken Po hat er gehabt. Aber die Frage, hier war doch auch nichts weiter. Hier war der Lagerraum, ne? Ach, warte mal, hier war doch die Tür. Oder? Genau, die war verrostet, ne? Hier können wir... Ich glaube ja. Das sollte ich nicht verschwenden, ich habe nicht viel davon. Ach so, muss ich an die Tür machen wahrscheinlich. Das sollte ich nicht verschwenden, ich habe... Dann muss ich das hier wirklich ans Schloss machen. Ah, okay. Jetzt ist die Dose leer. Das ist schlecht. Aber wir haben noch eine Dose. Das ist eine kleine leere Dose. Und jetzt können wir es aufmachen. Okay, was haben wir da drin? Dunkelheit, eine Falltür, ein Schalter. Es sieht aus, als ob die Glühbirne kaputt ist. War ja klar. So, was haben wir hier? Wir haben hier nichts. Da, was ist das hier? Hier unten ist ein versteckter Gang. Der Rest scheint hier uninteressant. Okay. Eine Leiter führt in die Dunkelheit hinab. Dann gehe ich mal rein. Rohre, Kasten. Was haben wir hier? Der Kasten ist zu heiß zum Anfassen. Ich glaube aber, wir haben nichts, ne? So, war die Rohre? Was ist das? Offensichtlich läuft irgendwas durch die Rohre, aber ich bin mir nicht sicher, was. Vielleicht sind es die Rohre von dieser Suppe, ne? So, da hinten haben wir eine Tür. Haben wir hier noch was? Hier drüben ist noch irgendwie was. Ich gehe mal zur Tür. Es hat keinen Zweck, sie ist zu massiv. Ich kriege sie nicht auf. Ach, guck mal. Aber mit Schlüssel geht's nicht, ne? Hey, hier hinten ist noch ein Gang. Zur Buchhandlung? Da standen wir beim letzten Mal hier davor. Sehr schön. Oh Gott, was haben wir hier alles? Ein Schreibtisch. Das war wahrscheinlich die Kasse. Ich sehe nichts von Interesse. Okay. Freie Auswahl, Kumpel. Nein, lass ihn doch. Okay, Bücher. Ein Abschnitt über Architektur. Von den Pyramiden bis heute. Wie langweilig. Können wir was machen? Dieses Zeugs lese ich auf keinen Fall. Okay, was haben wir hier? Interessant. In diesem Abschnitt gibt es Bücher über Ägyptologie und ägyptische Götter. Oh, das können wir gebrauchen, oder? Das sieht sehr interessant aus. Das ist ein Buch über Ägyptologie, insbesondere über die ägyptischen Gottheiten. Der Schakal von Assyut, ein Gott in Tiergestalt. Schutzpatron der Nekropolis von Sokaris.
wird als Frau der Sonne dargestellt, trägt daher einen Lichtkreis, Göttin des Himmels. Unter Auge höchsten Gottes. Die Göttin der Milde, die sich aus den Ästen eines Baumes nach vorne beugt, um Wasser über das Grab eines Toten zu gießen. Göttin des Nils und seiner Macht, wird oft auf dem vom Volk so geliebten Pferdetotem Anat reitend dargestellt. Oft auf Sarkophagen zu finden. Diese weniger bedeutende Göttin des Himmelsgewölbes breitet die Flügel beschützend über eine Mumie aus. Mhm. Ein Sonnengott, der oft als Falke dargestellt wird. Er wird vor allem als Schöpfer und Erhalter allen Lebens verehrt. Horus könnte dann rechts sein, wenn ich das... Ich brauche einen anderen Zettel hier. Einen leeren Zettel vor allem. Ich habe keinen leeren Zettel. So, mal Horus könnte rechts sein, ne? Zur rechten Hand, bla bla. Wird als beflügelter, heiliger Skarabäus dargestellt. Inbegriff des immerwährenden Gottes im ewigen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt. Tod und Wiedergeburt. Gott des Raumes zwischen Himmel und Erde. Wird als Frau mit Katzenkopf dargestellt. Göttin der weiblichen Fruchtbarkeit. Ein grotesker Gott, hier dargestellt bei der Unterhaltung von Frauen, die in den Wehen liegen, mit Musik und Tanz. Vor allem fördert er den Schlaf. Sauer. Ra ist der Sonnengott und das Oberhaupt aller ägyptischer Götter. Wird oft als Mann mit Adlerkopf dargestellt. Das ist Ra. Ra ist oben. Angeblich die Frau von Osiris. Gott der sterbenden und wieder auflebenden Vegetation. Wird als beflügelter, heiliger Skarabäus dargestellt. Inbegriff des immerwährenden Gottes im ewigen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt. Keine Ahnung. Gut, wir haben ja ein Buch. Wir haben ja ein Buch, das ist gut. Brauchen wir noch irgendwas? Wir gucken mal. Ah, nee, da sind wir reingekommen. Ich habe eine Geschenktafel. Sehr schön, wollte ich schon immer haben. Na, dann nimm mit. Schade, dass es drin nichts von Interesse oder von Nutzen gibt. Religion? Ein komisches Thema für einen Zoo. Dafür habe ich keine Verwendung. Schade, dass diese Bücher nicht auch ausstarben. Ho, 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 ho. So, hier haben wir auch nichts weiter. Was ist das? Eine Leselampe. Ich nehme die Glühbirne. Mhm. Okay. Können wir jetzt hier durch die Tür? Das wäre ja super. Es hat keinen Zweck, das ist verstärkt. Tja. Okay, also müssen wir durch den Brunnen, wie es scheint. Also ab durch den Brunnen. So. Okay. Dafür brauchen wir eine Glühbirne. Guck mal, die kaputte Glühbirne ist aus. So, und jetzt können wir anschalten, richtig? Ein Fass. Da ist nichts von Interesse drin. Was ist das hier? Ein Universaladapter, um den Anschluss der meisten Stecker an die meisten Steckdosen zu ermöglichen. Okay, das ist so ein Reiseadapter, wie ich ihn öfter schon mal hatte, ne? Dass du deine elektrischen Geräte, solange die Spannung identisch ist, auch woanders nutzen kannst. Hier haben wir noch eine Spüle. Okay, geht nicht. Hier ist so ein Hebel. Und Dosen. Dosen. Es sieht so aus, als ob sie früher Lack enthielten. Ja, Lack. Farben und Lacke. Nein, nützt mir nichts. Es ist kaputt, ich kann es nicht gebrauchen. Okay. Gut, wir versuchen mal das Rätsel hier von der Sphinx da zu lösen, ne? Ne?
Sehr gut. Wir sind von dort hinten gekommen. Ich mache wieder das schnell bewegen hier, ne? Also nicht wundern. Und wir können hier gleich rüber. Und wir können hier gleich hier vorne rüber. So, und dann benutzen wir hier die Räder. Ah, nee, warte, ich brauche nochmal den Code, warte mal. Also, Ra und Horus ist, glaube ich, Fakt. Und? Achtung, technische Störung, Befehlsdatei beschädigt. Ersetze beschädigte Datei, Zugangscode für Kontrollraum folgt. Verwenden Sie die gezeichneten Räder nach Standardverfahren. Der Code für heute lautet, unter dem Auge des höchsten Gottes sitzt der Sonnenbeschützer aller Menschen, zu Rechten dessen, der sich am ewigen Kreislauf des Lebens erfreut. Tja, zumindest scheint es irgendwo einen Kontrollraum zu geben. Jetzt brauche ich bloß diesen Zugangscode zu knacken. Na gut, ansonsten ist es Trial and Error, ne? Also zwei Sachen scheinen wir ja zu wissen. So. Ich hoffe. Nach welchem. Ach so, warte. Nee. Ach so rum, okay. Ich glaube, das könnte. So, hier. Oh Gott, wie war ein Horus? Ah, ich kann mir. Kann ich? Das ist gut. Nee, kann ich nicht, ne? Doch, rechte Maustaste. Nee, ich kann es nicht benutzen. Oh, bitte. Wieso? Ich komme auch irgendwie nicht raus, hä? So, das müsste, glaube ich, Dings sein. Horus. Nee, da ist das Skarabäus. Das vielleicht? Keine Ahnung. Drücke den Knopf, nachdem die Kombination mit den Radsymbolen gebildet ist. Ja, ja. Ja, es tut sich nichts. Okay, kann ich das jetzt... Das ist ein Buch. Ja, jetzt kann ich das Buch benutzen, oder? So, also nochmal. Das ist Isis, Kadesh. Nee, Ra war der hier. Ah, okay. Ra war der. So, Horus ist das. Okay, dann kommen wir weiter. Moment, dann war mein Fehler. Ra ist das Ding da oben. So, jetzt ist Ra. Horus ist noch drinne. So, dann probieren wir es einfach mal. Die Kombination ist richtig. Dann. Warte mal. Ach, da war der hier aktiv? Wird als beflügelter, heiliger Skarabäus dargestellt. Inbegriff des immerwährenden Gottes im ewigen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt. Ich hätte den jetzt nicht gewählt, aber okay, scheint funktioniert zu haben. Gehen wir hier rein. Wahrscheinlich können wir dann die Kraftfelder ausschalten, oder? Oh, wir haben eine Waffe. Was haben wir hier? Brauche ich nicht. Schöne Jacke, aber ich bin hier nicht auf Schnäppchenjagd. Ich glaube nicht, dass ich ihn reparieren kann. Okay. Alles scheint ausgeschaltet zu sein. Ich sehe die Göttin Kali auf dem Monitor. Damit können wir das Kraftfeld abschalten. Die Farbe der Taste hat sich verändert. Und wie? Die ist jetzt rot. Die Sphinx ist auf dem Monitor. Die Farbe des Knopfes hat sich verändert. Dieser Monitor funktioniert nicht. Hm.
Die Farbe des Knopfes hat sich verändert. Oh, ist ja ein Blatt Papier. Unleserliche Schrift. Bloß Gekritzel. Ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Ob sind jetzt eigentlich zwei Schalter? Geht der Schalter hier auch? Es tut sich nichts. Okay. Na gut, machen wir hier ein kleines Folgenpäuschen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht haben wir damit die Kraftfelder deaktiviert, wer weiß das so genau. Das werden wir dann erfahren. Bis dahin, euer Firefox.